Ja? Professor Norman, mein Name ist Lucy. Ich habe alle Ihre Theorien über das menschliche Gehirn gelesen. Wir müssen uns treffen. Haben Sie gesagt, alle? Also, ich bin sehr geschmeichelt, junge Dame, aber das fällt mir schwer zu glauben. Ich kenne Ihre Theorie über die Nutzung der Gehirnkapazität. Es gibt ein paar Lücken, aber Sie sind auf der richtigen Spur. Ja, danke. Ich habe eine große Menge synthetisches CPH4 aufgenommen, wodurch ich 100% meiner Gehirnkapazität nutzen kann. Im Moment bin ich bei 28%. Und was Sie schreiben, ist wahr. Wenn das Gehirn 20% erreicht, öffnet es sich. Sie können Ihren Stoffwechsel kontrollieren? Ja. Genauso wie magnetische und elektrische Wellen, Fernseher. Telefon. Radio. Das ist verblüffend. Was ich mir anhand des Drehbuchs vorstellen konnte, verblasst verglichen mit dem, was Luc Besson zusätzlich in den Look dieses Projekts gesteckt hat. Luc ist ein Filmemacher. Wenn man Spaß am Filmemachen hat, hat man Spaß an Luc. Ein sehr eindrucksvoller Mann, Autor und Regisseur. Er ist sehr entspannt und hat einen großen Sinn für Humor. Ich denke, er könnte seine Filme alleine finanzieren. Aber er mag den Blick von außen, der ihm neue Perspektiven auf seine Projekte eröffnet. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Das Interessanteste an der Arbeit mit Luc ist die Tatsache, dass er auch Kameramann ist und ein Regisseur, der jedes winzige Detail eines Bildes schon vorher im Kopf hat. One more, just for fun. Le troisième boom, c'est la panique. Er ist ein beeindruckender Vertreter seiner Gattung, weil er es versteht, seine Vision präzise umzusetzen. Man erkennt es an der Art, wie er die Kamera bewegt und wie er mit mir und den anderen Schauspielern spricht. Ich mag Regisseure, die so arbeiten. Es ist mein Baby und ich liebe es. Ich versuche überall mein Bestes zu geben und nah an den Schauspielern zu sein. Deshalb arbeite ich mit Schulterkamera, ohne Schnitte. Das mögen sie. Denn bevor es heißt Action, müssen sie sich jedes Mal vorbereiten und es ist einfach anstrengend, das alle 30 Sekunden zu tun. Vor allem Scarlett war großartig. Jedes Mal, wenn sie eine emotionale Szene drehen musste, war der Raum voller Leute, aber trotzdem war sie voll fokussiert. Man hatte immer das Gefühl, sie ist bereit und man wollte einfach im richtigen Moment sagen können, sie ist fertig, los geht's. Ich spüre keinen Schmerz, keine Angst, kein Verlangen. So als würde alles, was uns menschlich macht, verblassen. Dieses ganze Wissen über alles. Was soll ich damit anfangen? Ich bin in 12 Stunden vor Ihrer Tür. Lucy, ab 14. August, nur im Kino. Ich war genau wie ihr. Verletzbar, unsicher, hatte Angst vor dem Tod. Dann hat sich alles geändert. Vor gerade mal 12 Stunden. Bitte, Sie können nicht! Ich weiß nichts! Ich habe nichts getan. Ich flehe Sie an, bitte! Wir haben ein Päckchen mit etwas sehr Speziellem in Ihren Bauch eingesetzt und Sie werden es für uns transportieren. Befolgen Sie die Regeln und es wird niemand verletzt. Ich bin nicht in Stimmung. Es heißt, wir Menschen nutzen nur 10% unserer zerebralen Fähigkeiten. Aber... was, wenn es einen Weg gäbe, Zugang zu 100% unseres Gehirns zu erlangen? Wozu wären wir dann fähig? Ja? Professor Norman, ich habe Ihre Forschungsarbeiten über das menschliche Gehirn gelesen. Es gibt ein paar Lücken, aber Sie sind auf der richtigen Spur. Danke. Ich bin zu Dingen fähig, die ich niemals zuvor getan habe. Ich spüre alles und ich kann die Elemente um mich herum kontrollieren. Das ist verblüffend. Wir müssen uns treffen. Glauben Sie mir. Die Chemikalie erlaubt ihr, neue Areale ihres Gehirns freizuschalten. Sie hat... Fähigkeiten. Es darf nicht in falsche Hände geraten. Dann sollten wir gehen. Miss, keine Bewegung. Bitte nehmen Sie die Hände hoch. Ihre Gehirnkapazität wächst mit jeder Minute. Was passiert, wenn Sie die 100% erreichen? Ich habe keine Ahnung. Aber sie ist der Schlüssel zu allem. Ich fahre. Hey, nein, das ist ein Polizeifahrzeug.